schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Freue mich, dass Sie da sind. Kochen, waschen, bügeln, putzen, sich um die Kinder kümmern. So stellt sich die moderne Frau von heute ihr Leben nicht vor. Die Frau des 21. Jahrhunderts, die weiß nämlich ganz genau, was sie will. Und das werden wir in der kommenden Stunde erfahren. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Da wäre mal Gabriele, die es trotz einiger Hindernisse bis ganz nach oben geschafft hat. Nicolina, die gerne die einzige Frau auf der Baustelle ist. Rosa, für die Frauen oft die Verlierer sind und unvorstellbare Lasten auf ihren Schultern tragen müssen. Erich, der meint, dass nicht nur das weibliche, sondern auch das männliche Rollenbild in einer Krise steckt. Laura ärgern die Diskriminierungen und deshalb möchte sie gesellschaftlich in ihrem späteren Job etwas verändern. Und Ursula, die durch feministischen Burlesque auf die Probleme unserer Zeit aufmerksam machen möchte. Im Studio begrüße ich unsere Expertin, die Psychologin Magistra Natalia Oelsböck. Sie wird uns verraten, wie Emanzipation gelingen kann und wo die Grenzen zu ziehen sind. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen euch. Na, dann stelle ich mal gleich so die Frage in die Runde und fange nicht mit einem Mann an, weil ich gerne wissen möchte, was wollen die Frauen des 21. Jahrhunderts, Gabriele? Ja, eigentlich nur das, was für die Männer selbstverständlich ist. Ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben. Mhm. Weil Frauen hätten auch gerne dieselben Chancen wie Männer, hätten gerne dieselben Bedingungen wie Männer, hätten gerne denselben Respekt wie Männer und auch dasselbe Vertrauen, das Männern schon einmal per se in die Wiege gelegt wird. Mhm. Sieht das die Laura auch so? Ja, und dasselbe Gehalt hätten wir auch gern. Das kommt auch also das wäre auch nicht schlecht. Okay, ja. Gut. Was sagst du, Nicolina? Anerkennung und Respekt im Job. Vor allem. Vermisst du das manchmal in deiner Branche? Sehr. Die doch sehr männerdominierend ist? Meistens bin ich eben als einzige Frau auf der Baustelle und mit vielen Männern die ganzen Baubesprechungen führen. Und ich habe so das Gefühl, ich bin in einem Kampf. Mhm. Aber ich sage auch immer, ruhig bleiben, machen, reden. Das, was ich kann, kann ich. Was genau machst du beruflich? Ich bin Architektin. Und hoffentlich auch baldige Baumeisterin, genau, in der Baubranche. Und wie kam es zu dieser Berufsentscheidung? Schon seit der Kindheit. Also der Papa war früher auch in der Baubranche. Mhm. Und da war die Liebe und die Leidenschaft einfach da. Und als Kind viel gezeichnet, viele Häuser. Ja. Rosa, was wünschen sich die Frauen des 21. Jahrhunderts? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass Frauen genauso diverse Wünsche haben wie Männer. Und ich würde mir wünschen, dass eben alle die gleichen Chancen haben, insofern, dass es egal ist, was man sich wünscht, dass man es erreichen darf. Also, dass es auch okay ist, wenn eine Frau sagt, ich würde aber gern Kinder haben und das ist für mich urwichtig und die Karriere ist weniger wichtig. Aber dass, wenn eine Frau sagt, Karriere ist super wichtig und ich möchte beides schaffen oder nur Karriere machen, dass das genauso okay ist. Und ich glaube, dass es auch für Männer okay sein muss, sich einfach das zu wünschen, was sie sich wünschen wollen. Und das sind oft noch so eben Rollenbilder, die da recht streng bedient werden. Bedient werden, genau. Und einfach, dass man sich wünschen darf und dass man das auch verfolgen darf. Okay. Und nicht verurteilt wird, vor allem auch für das. Ich glaube. Und die Ursula? Ja, ich sehe das auch alles so. Also ich finde auch, man sollte nicht entscheiden müssen zwischen Kinder und Karriere und vor allem in den Kompetenzen ernst genommen werden. Also das und für voll genommen werden. Also was die Frauen wollen, das haben wir jetzt gehört, nämlich wirklich ernst genommen zu werden, respektvoll behandelt zu werden, gleiches Gehalt und eben sich dann zu entscheiden für Familie, wenn sie das wollen und nicht müssen. Lieber Erich, du bist Männerforscher. Was wollen die Männer? Auf der einen Seite Anerkennung und auf der anderen Seite selbstbestimmt sein Leben zu genießen und zu leben. Das ist, glaube ich, in der Runde ganz eindeutig. Das Problem, das sich stellt, ist, dass Männer in einem anderen System oder auf einer anderen Grundlage stehen, dass ihr Bezugspunkt die anderen Männer sind, die Männergruppe. Und daher heißt auch Anerkennung in erster Linie Anerkennung von anderen Männern. Und das gibt dann sozusagen auch eine Dynamik ab, die strukturell vorgegeben ist. Es ist nicht so, dass jeder einzelne Mann das will, sondern es gibt eine Struktur ab, die Gesellschaft drinnen ist, so diese Ungleichheit von Männern und Frauen,
sodass es für Männer sehr, sehr wichtig ist, das zu reflektieren. Die Gabriele dann, ist nicht ganz einverstanden mit dem, was du sagst. Also mit der Aussage bin ich nicht einverstanden, weil ich glaube, Männer haben untereinander einen Konkurrenzkampf und die Anerkennung wollen sie von den Frauen. Männer untereinander sehe ich nicht, dass die Anerkennung so fehlt. Wenn die Frau dann zu Hause sagt, toll, Schatzi, hast du das gemacht, super, das ist dann... Laura. Also mein Eindruck ist schon so, dass ich das Gefühl habe, dass in manchen Hinsichten die Anerkennung der Frau nicht so viel wert ist und dass sie eher untereinander sich übertoppen wollen die ganze Zeit. Und da ist auch schon wieder, spielt das mit, dass eine Meinung der Frau nicht so viel wert ist. In manchen Hinsichten schon, dass viele Männer sich bemühen, die Anerkennung von Frauen zu haben, aber in einem anderen Kontext. Also ich sehe das eher so... ich kaufe mein Auto, damit ich ein schöneres Auto habe als mein Arbeitskollege zum Beispiel und nicht, damit ich mir dann diese eine Frau aufreißen kann. Unterschreibt das der Erich? Ja. Okay. Ich würde sagen, diese Dynamik in der Männergesellschaft ist etwas, das noch zu wenig beachtet wird. Mhm. Und diese Spaltung, die wir von manchen Männern sehen, dass sie sozusagen mit ihrer Frau ganz nett und freundlich sind und sobald die Männergruppe da sind, dann ist er völlig anders. Das weist auf diese zwei Welten hin. Noch einmal, nicht für alle. Das dürfen wir jetzt nicht verallgemeinern sagen, alle Männer wollen das und so. Aber eines wissen wir schon, jeder Mann und jeder Bub, wenn Sie so wollen, ist in seiner Sozialisation sozusagen diesen gängigen Männerbildern und traditionellen Männerbildern ausgesetzt und muss dann damit umgehen lernen. Der eine macht es mehr und der andere weniger. Was macht ein Männerforscher? Der Männerforscher beschäftigt sich mit Männlichkeiten und mit Männern. Er schaut, was Männern gut tut, was sie wollen, wie sie wollen und er setzt in Beziehung zu Frauen und allen Geschlechtern. Er fragt nach der Position von Männern, weil sozusagen das ja ein ganzes System ist. Das Ziel der Männerforschung oder der feministischen Männerforschung, der ich angehöre, ist, dass Geschlechtergerechtigkeit herstellt. Also wir überlegen uns, wie man genau diese Dynamiken wieder abbauen kann, auch unter Männern. Und von früh weg vielleicht auch die jungen Buben stärken, dass sie sein dürfen, wie sie sind, dass sie nicht weinen dürfen oder, keine Ahnung, an ihnen gerne. Gefühle zeigen, ja. Das ist sehr wichtig, ja. Glaube ich. Aber glaubst du nicht, dass sich das schon geändert hat? Ein Stück weit, es trifft wieder nicht für alle zu natürlich, für bestimmt, aber ich beobachte das schon, dass die jüngere Generation, ich habe selber 3 Kinder und 2 Buben davon, die schon ganz anders umgehen, auch mit Mädchen und Freundinnen. Weil du sie anders erzogen hast? Als vielleicht dann. Hat sicher auch einen Einfluss, aber ich glaube schon, dass auch der Umgang einfach in der Schule ein anderer ist. Natürlich gibt es auch macho-mäßige Burschen auch. Ich sage jetzt nicht, dass alle schon diesen wertschätzenden Umgang haben, aber man sieht schon eine Veränderung insgesamt. Ich möchte mich auch einbringen und würde sagen, auf der einen Seite, ja, das unterschreibe ich. Es hat sich was verändert. Es hat sich allerdings nicht verändert, dass man jetzt gesagt hat, der Patriarchat oder die Männerstruktur ist jetzt gekippt, sondern es ist vielfältiger geworden. Das heißt, es ist heute vieles möglich, viel mehr als früher. Man kann als Mann sozusagen viele vielfältige Rollen einnehmen. Nur ein Beispiel, in einer Männergesellschaft ist es ganz, ganz schwer möglich, dass zum Beispiel eine Gruppe, eine große, eine angemessene Gruppe von Männern auf Karenz geht oder ihren Pflegeurlaub nimmt. Hier merkt man, wie die Strukturen, und ich sage sehr bewusst, männerdominierte Strukturen, weil die Industrie oder die Technik, vorher haben wir so gesprochen, das sind Strukturen, die von Männern geprägt sind. Ja? Und wir müssen jetzt nicht in Staat Österreich fordern, dass Männer auf Karenz gehen, sondern wir müssten eigentlich zu den Firmenchefs gehen. Ermöglicht es das, macht es das. Ich meine, es ist klar, dass ganz viele Dinge, ganz viele Hindernisse auch die Frauen in den Weg gelegt werden, strukturelle Hindernisse sind und eben das sind auch strukturelle Hindernisse für Männer, die vielleicht mehr in ihrer Vaterrolle aufgehen wollen. Und ich denke aber auch zum Beispiel, es mussten ja die Frauen mal dafür kämpfen, dass sie um ihre Karenzzeit und jetzt ist es die Verantwortung auch der Männer, dass sie darum kämpfen und dass die Männer Verantwortung übernehmen und sagen, sie gehen zum Chef und sie fordern das ein. Weil das ist ja eben auch Gleichberechtigung, dass eine Frau gleich lang auf Karenz gehen darf wie ein Mann. Und ja, ich finde das einfach, da können zum Beispiel Männer aktiv werden. Das sind Sie da vielleicht zu wenig aktiv, dass Sie zwar sagen, ja, natürlich wäre ich bereit, aber wenn es dann ans Eingemachte geht, Sie vielleicht dann doch nicht so kämpfen. Ja, das kann man natürlich sagen.
Allerdings wird sehr oft damit konfrontiert. Also ich bin da sehr skeptisch, dass Männer jetzt auf die Straße gehen, wie damals in der Frauenbewegung die Frauen. Mhm. Denn im Grunde geht es uns sehr gut. Das müssen wir auf der einen Seite sehen. Und das Zweite müssen wir auch sehen. Gerade in unserer Umfrage hat sich gezeigt, dass viele Frauen sozusagen dem Mann die Hölle heiß machen, wenn er wirklich das durchsetzt. Nicht? Weil da gibt es so der Mythos, die Frauen verdienen weniger und daher der Mann und so. Mythos. Also das sind sehr, sehr komplexe. Das ist kein Mythos. Ja. Ja. Mythos. Also in meiner Umgebung, in der Baubranche, ja, stimmt, ja. Aber der Mythos, ist es komplett anders. Ich meine, der Mythos, dass das ausschlaggebende Argument ist, dass ein Mann nicht geht. So. Aber würden Mann zum Beispiel, ganz kurz, ja? Ehrlich, würden alle, also würden die Frauen mehr verdienen, sicher. Würden die Männer eher in Karenz gehen? Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann auf Karenz geht oder bei den Kindern bleibt, steigt mit der Niedrigkeit der Anstellung. Also wenn ein Mann Teilzeit geht, dann ist er eher bei den Kindern. Wenn die Frau mehr verdient, dann ist er eher bei den Kindern. Wenn die Frau ausgeglichen zum Einkommen bei, ist er eher bei den Kindern. Oder Gabriele, die Kinder bleiben bei der erfolgreichen Mutter, die Karriere macht, ne? Wie in deinem Fall. Ja. Genau. Wie alt waren die Kinder, als ihr euch getrennt habt? Die Zwillinge waren 2,5 und mein älterer Sohn 5. Na gut, das ist natürlich eine Aufgabe. Ja. Und trotzdem, sie hätten ja auch beim Vater bleiben können, rein theoretisch. Ne? Theoretisch hätten sie, aber der hat gleich das Sorgerecht abgegeben an mich. Er wollte das gar nicht. Und wie ging es dann weiter? Weil du hast Karriere gemacht, aber so einfach war es nicht. Ne? Nein. Also man muss meistens die eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Da geht es halt wirklich nur um Kinder und Job. Und ich war auch Alleinverdienerin und musste auch schauen, dass ich mehr Verantwortung, mir war klar, wenn ich nicht mehr Verantwortung übernehme, verdiene ich auch nicht mehr. Und bin dann sehr oft wirklich über meinen Schatten gesprungen und habe mir oft gedacht, ich schaffe das nicht, aber ich muss. Wer hat dich unterstützt? Ich habe ein Au-pair-Mädchen gehabt, ich habe drei Au-pair-Mädchen gehabt vom ersten Jahr an schon. Die dritte ist dann auch 10 Jahre bei uns geblieben. Mit der haben wir auch noch immer wir mit allen dreien ein sehr gutes Verhältnis. Ich bin auch Trauzeugin bei allen. Und die dritte, die bei uns geblieben ist, war eben 10 Jahre, die ist quasi wie ein Familienmitglied, hat aber jetzt selber auch geheiratet und ein Kind. Mhm. Und da haben wir uns halt durchgewurschtelt. Die hat studiert und die habe ich auch unterstützt, dass sie das Studium machen kann. Die ist aus Peru und hat dann Master in Chemie absolviert. Für die war ich dann auch so ein Vorbild, dass man als Frau, die kommt auch aus einer Gesellschaft, wo es natürlich noch schlechter steht um die Emanzipation der Frau. Und so haben wir halt es hat Situationen gegeben, die wahrscheinlich andere Mütter nicht eingehen, wenn das Kind plötzlich krank ist und ich aber einen wichtigen Termin habe bei einem Oberfirmenchef, kann ich nicht anrufen und sagen, mein Kind ist krank, ich kann nicht. Habe ich das Kind allein gelassen für 2 Stunden und habe gesagt, bitte ruhig bleiben, ich komme wieder. Genau deswegen, gell, Laura, kämpfst du für eine Gesellschaft, die anders werden soll. Nee, ich glaube auch, dass gerade das mit diesem Papa-Monat und der Karenz. Ich glaube, solange Männer nicht die Möglichkeiten haben, ich meine, der Papa-Monat ist ja gesetzlich schon fixiert, aber darauf hinaus, das ist praktisch Kulanz des Arbeitgebers. Und solange Männer da in der Hinsicht nicht gleichgestellt sind, werden Frauen auch weiterhin diskriminiert, weil der Arbeitgeber stellt ja Frau gerade deshalb nicht ein, weil die dann in Karenz geht, weil die dann daheim geht, wenn das Kind krank ist. Das denkt sich ja der Arbeitgeber auch, naja, bevor ich da wen einstelle, der immer wieder ausfallen könnte, stelle ich mir ein, ein Mann, der ist eher auf Karriere, der will da aufsteigen, dem ist das Unternehmen wichtiger als die Familie. Und ich glaube, solange dieses Mindset drinnen ist, werden Frauen auch im Arbeitsmarkt und im Arbeitswesen diskriminiert. Ich habe zum Beispiel auch einen Verein gegründet und versuche da gerade was aufzubauen. Und da ist es viel normaler. Also es ist ein Sozialunternehmen und bei sozialen Geschichten ist es viel normaler, dass irgendjemand halt mit seinem Baby kommt, weil es krank ist oder weil niemand zu Hause sein kann. Oder dass da, wenn man selbstständig ist, muss man ja auch viel mehr vereinbaren können zwischen Kind und Job, weil der Job quasi rund um die Uhr da ist. Und da ist es schon auch wichtig, dass das Mindset da ist und eben, dass es normal ist, dass halt jemand ein Kind zu Hause hat und dass das auch total okay ist oder dass es normal ist, dass man sagt, okay, ich muss aber leider meine Tochter von der Schule abholen und das geht halt
nicht anders. Dass man mehr Verständnis auch aufbringt dafür. Ja. Das hat sich aber schon auch geändert. Also wenn ich jetzt vergleiche vor 13 Jahren, wie das und wie es jetzt ist, ist das schon viel lockerer geworden. Mhm. Und früher war schon dieser Respekt vor einer Person, die einflussreich ist oder eine höherwertige Position hat, war das undenkbar. Nicolina, wegen des Gehalts wolltest du was sagen. Du hast gesagt, bei uns ist das ganz anders. Nein, nicht nur wegen dem Gehalt in der Baubranche. Also das, was ich so her, Chefinnen, ich bin mir wirklich sicher, dass in die Jahre, wo ich einfach tätig bin seit der Uni, ich wirklich noch nie in unserer Branche als Chefin kennengelernt. Ja. Ich habe sehr wohl Architektinnen kennengelernt, Kolleginnen, aber die sind dann auch in Karenz gegangen und das war dann ganz selbstverständlich. Und es ist wirklich eine knallharte Branche. Und wenn die du als Frau hinstellst und nie was sagst und eher ruhig bist und du aber auf die Baustelle musst, dann hast du schon mal verloren. Also das ist das Gefühl. Ich war zum Beispiel, bevor ich auf die ganzen Baustellen überhaupt gegangen bin, ich war sehr ruhig, ich war nie gesprächig. Ich habe erst durch diese ganzen Baustellengeschichten gelernt, wie ich reden muss, dass ich überhaupt ernst genommen und gehört werde. Wie musst du reden, dass du ernst genommen wirst? Wir Mann, um es so zu sagen. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist Gott mein Spaß. Ja, das ist so. Ja. Man muss sehr viel annehmen von den männlichen. Kurze, von der männlichen klipp Art. Und klare Sätze. Ja. Bestimmt und freundlich, nicht irgendwie hochnäsig, arrogant. Aber wie war das ganz am Anfang, bis du gekommen bist? Also ernst genommen wurdest du einmal nicht, kann ich mir vorstellen. Gar nicht. Mhm. Also es war so, ich bin mitgegangen mit den männlichen Kollegen als einzige Frau. Und das war meistens ein Besprechungszimmer, wo viele verschiedene Firmen... Und die haben geglaubt, du bist nur die Sekretärin von einem, ne? Genau so ist es. Mhm. Die Assistentin, beziehungsweise die Pläne zeichnet und nichts zu melden hat, nichts zu sagen hat. Und dann ist in mir irgendwas passiert und ich habe gesagt, nein, ich möchte das anders machen. Weil ich weiß, ich kann das und ich möchte selber meine Projekte ausführen. Und es ist auch sehr wohl so, dass ich mich in einer höheren Position sehe, also ich möchte da aufsteigen. Und wenn mir das in einer Firma nicht geboten ist, dann war es das. Dann gehe ich weiter meinen Weg. Also ich bin da wirklich knallhart. Und das ist auch, glaube ich, das, was die Männer auch oft machen und auch das erreichen, was sie auch wollen. Ja, sie haben ein Ziel vor Augen. Die gehen auch schon, vielleicht bleiben wir bei dem Thema Gehalt, wenn es zum Beispiel um eine Verhandlung geht. Es ist wirklich auch so bewiesen und es gibt auch die ganzen Programme, die was die Frauen auch unterstützen, wie man sie verhält beim Verhandlungsgespräch. Dass man jetzt quasi wirklich mit der Angst einigt und rundherum redet, sondern dass man einigt und sagt, klipp und klar, so schaut's aus, das und das möchte ich haben für die und die Arbeit. Wenn jetzt die Frauen die einzige Möglichkeit ist, dass sie sich verhalten wie Männer, und da möchte ich ja dann eben den Erich fragen, weil wenn das der einzige Weg ist, irgendwas zu schaffen, und auch für Männer. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele Männer gibt, denen das überhaupt nicht liegt und die das auch nicht so machen wollen müssen. Also es gibt auch so viele verschiedene Arten von Männern. Und ich glaube, dass viele Männer unterleiden, dass sie so sein müssen. Und da denke ich mir, also erstens, es müssen sich die Strukturen wahnsinnig viel ändern, aber es muss ja das normal werden, dass eine andere Umgangsweise akzeptiert wird oder dass da mehr Vielfalt reinkommt einfach. Ich glaube auch, dass Männer... vielen Männern das vielleicht auch nicht so liegt, aber ich habe auch das Gefühl, dass Männer nicht so arg drum kämpfen müssen und dass sich, glaube ich, viele Männer gar nicht so darüber Gedanken machen, wie verhalte ich mich jetzt. Allein, dass Schulungen angeboten werden, die Frauen sagen, wie man sich verhält, zeigt man schon, wo es hapert am System, weil ich glaube, ein Mann, der denkt sich da gar nicht so viel. Also ich habe es jetzt bei meinem Freund erlebt, der hat jetzt Job gewechselt und für den ist das total, der hat überhaupt keinen Genierer. Also die Frauen sind einfach da viel zu bescheiden und vielleicht sind Männer auch so, dass sie eher schüchterner da in die Sache gehen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie so kämpfen müssen. Frauen tun sich sehr schwer darin zu sagen, was sie gut können. Daran scheitern auch die Gehaltsverhandlungen. Zu bescheiden. Weil ein Mann sagt, das habe ich gelernt von den Männern. Mhm. Also ich habe viele Dinge gemacht, dann hat ein Kollege erklärt, er macht das und das, denke ich mir, das mache ich mit links, das mache ich so nebenbei, der erwähnt es da groß. Ja. Dann habe ich mir das ein paar Jahre angeschaut, denke mir, okay, jetzt werde ich auch einmal so ausbreiten, komme mir zwar blöd vor, weil das ist eh selbstverständlich, das gehört zum Job. Aber ein Mann sagt das einfach, jedes Detail wird halt groß ausgebreitet, was er macht. Die verkaufen sich besser. Die verkaufen sich gut und
gehen geradliniger, lassen sich nicht ablenken, haben auch keine Skrupel. Eine Frau hat viel zu viel Skrupel. Wenn ich fördere natürlich sehr viele Frauen bei uns. Wenn ich einen Job anbiete, biete ich ihr den Job an, weil ich weiß, dass sie das kann. Ich habe Diskussionen, na, das kann ich nicht und da nicht. Und jetzt habe ich meinem Chef versprochen, dass ich bei ihm bleibe. Das ist eine Frau, das sagt nur eine Frau. Glaubst du, dein Chef, wenn er den nächsthöheren Posten angeboten hat, sagt, ich habe jetzt da versprochen, dass ich bei dir bleibe? Das fällt nur einer Frau ein, weil die Frauen mehr Sensorik haben. Einer Frau fällt ja auch auf, wenn irgendwas nicht passt. Wenn ich einen Mann frage, du, da ist irgendwas bei dem Team, na, wieso? Und die Frauen, wenn ich von die Emotionalität sagen, ist schon ein Problem zum Teil für also Frauen. Also ich glaube, die Tendenz ist so, aber es gibt sehr wohl Männer, die sensibel sind, und es gibt sehr wohl Frauen, natürlich, denen das nicht auffällt. Also, weil sonst sind wir wieder in diesen zwei Teppichen. Ich rede immer von der Masse und natürlich gibt es auch andere. Es gibt auch Frauen, die bösartige Chefinnen sind, die gibt es auch. Also ich sehe es so, wenn ich emotional bin und mitfühlend bin, und aber mein Chef ist jemand, dem dieses Gefühlsspektrum so fremd ist, dass er es gar nicht schätzen kann, wird es nicht ankommen bei dem. Und dann bringt mir das vielleicht auch in dem Job nicht. Und viele Jobs sind ja so, dann muss man die Gefühle teilweise ein bisschen ausschalten können. Wie machst du das, Nicolina, die Gefühle ausschalten? Wenn jetzt zum Beispiel irgendwas passiert und irgendein Bauherr uns fremd ist und anfängt zum Schimpfen und dann sitzen sehr viele Männer da und normalerweise denkt sie ja die Frau, oder ich denke mir eh in dem Moment, boah, jetzt wirst du aufgefressen, jetzt bist du da zwischen die Wölfe. Aber ich bewahre meine Ruhe, weil ich möchte nämlich professionell sein. Das ist für mich wichtig in meinem Job. Weil da haben Emotionen leider keinen Platz. Das ist wirklich so. Weil wir sind da, um was zu machen, ein großes Projekt, da geht es um viel Geld. Und da haben Emotionen keinen Platz. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wenn Frauen Emotionen zeigen, dass sie gleich irgendwie, entweder sind sie hysterisch oder sie reagieren über, und dass man da irgendwie sich gar nicht trauen kann, Gefühle zu zeigen, weil dann, boah, da ist man so sensibel und warum geht dir das alles so nah, oder reg dich nicht so auf, sind so eine Zicke. Und Emotionen kommen einfach nicht gut an. Nein, ja, weil Sachlichkeit ist gefragt. Aber ist das nicht auch ein bisschen das Problem, dass wir Männlichkeit beschreiben mit mutig, kurze Sätze, dominantes Auftreten, mich verkaufen können, Weiblichkeit mit Gefühlen, keine Sachlichkeit. Ich kann super sachlich sein und ich kann genauso mutig sein und ich habe ein super klares Ziel vor Augen. Und ich bin trotzdem eine Frau und ich bin gerne eine Frau und ich kann auch, ja, ich habe auch viele Gefühle und bin auch sensibel. Das kann doch alles da sein. Und auch, was du vorher gesagt hast, Ursula, finde ich schön, es gibt einfach andere Männer auch. Also mein Mann zum Beispiel ist ein total sensibler Mann, der spürt als erster im Raum, wenn irgendwas nicht passt, und kann so gut mit anderen Menschen umgehen. Und ja, tut sich total schwer zum Beispiel mit klipp und klar sagen, das ist mein Ziel und da möchte ich hin. Und das gibt's genauso. Und dass das aber anerkannt wird und dass das genauso okay ist und dass das jetzt nicht das eine männlich ist und das andere weiblich, sondern dass irgendwie das vermischt gehört und dass wir halt einfach menschlich sind und einfach alle selbstbestimmt unsere Ziele verfolgen wollen, das ist schon auch wichtig, finde ich. Und ich versuche das, also ich bin Lehrerin und versuche das in der Schule schon zu machen, einfach die Kinder gleich zu behandeln und ihnen nicht das Gefühl geben, ja, die Mädchen können nicht rechnen, weil Mathematik können nur Burschen. Oder, geh, du zeichnest aber schön, so schön, genau, bitte mal du doch den Stundenplan an. Also so, da muss man viel, viel früher ansetzen. Und ich glaube, das ist es, wenn wir dann immer noch sagen, okay, aber das ist jetzt männlich und Frauen müssen sich verhalten wie Männer, es ist schwierig, oder? Dann ist doch genau das noch das Problem. Ich glaube, es geht dann nicht um, dass man sich wie ein Mann verhält. Ab einer gewissen Position muss man sich, wie du sagst, professionell verhalten. Und da haben halt Männer auch dieses Weltbild geprägt. Das ist halt so, weil die erfolgreichen Unternehmen haben halt bis jetzt hauptsächlich Männer in den Führungsriegen gehabt. Und je weiter rauf man kommt, desto professioneller und desto besser muss man sich im Griff haben. Man muss auch überlegen, was man sagt und wie man sagt, ganz genau. Weil jeder Satz wird auf die Waagschale gelegt und jeder Satz kann dann auch eine Auswirkung haben auf... Glaubst du, wärst du schneller da gewesen, wo du heute bist, Gabriele, nämlich an der Spitze, wenn du ein Mann gewesen wärst? Ja, ganz schnell. Und wie war das, da der Weg rauf? Also wer hat dir da Steine in den Weg gelegt? Naja, Männer, die auch versucht haben, mich zu verhindern. Und wie war das? Was haben die zum Beispiel gemacht? Ja, intern, also diese Position wurde ausgeschrieben, ich habe mich beworben
Und dann ist es halt losgegangen mit verschiedenen Männern, haben sich zusammengetan, wie sie mich verhindern können. Damals habe ich dann gedacht, so, die so gemein sind alle, die haben mich gar nicht verdient. Ich ziehe meine Bewerbung zurück. Dann, ich weiß nicht, wie es passiert, auf jeden Fall hatte ich diesen Geistesbiss und dachte, na, und jetzt erst recht nicht. Ja. Wenn, dann trete ich diesen Kampf an und werde mich da behaupten. Es gab dann ein Hearing und habe mich dann letztendlich durchgesetzt. Und dann werden halt die Männer ganz schnell halt auch ganz klein. Männer untereinander sind sozialisiert zum Kämpfen. Und wenn dann eine Frau dazukommt, dann ist das ja oft nicht einmal Bösartigkeit der Frau gegenüber, sondern in dem System wird einfach gekämpft. Wenn wir jetzt Männer verändern wollen oder wenn wir Personen verändern wollen, dann können wir ausbilden an der individuellen, sie muss lernen, männlich zu reden, ich muss lernen, weiblich und dergleichen. Oder wir verändern die Lebenswirklichkeiten. Daher der große Verfechter, wir wissen das aus vielen Studien, Schweden beispielsweise, es gibt Länder, wo Männer verstärkt in der Familienarbeit sind. Und das, was dort massiv weniger wird, ist genau dieses, ich sage es jetzt, aggressive Konkurrenzverhalten. Genau, lass uns darüber gleich nochmal reden. Okay. Also welche Länder Vorbilder sein können. Schweden hast du schon erwähnt. Wir werden auch darüber reden, wie man halt alte Rollenbilder aufbrechen kann und diesen Stereotypen, Klischees entgegenwirken kann. Was können Männer von Frauen und Frauen von den Männern lernen? Bleiben Sie dran, es ist sehr spannend. Bis gleich. Und das immer wieder. Was wollen die Frauen und vor allem, wie erreichen sie es? Das ist mein Thema heute Nachmittag und ich darf Ihnen meine Gäste kurz vorstellen. Da wäre die Ursula, die feministischen Burlesque macht und auf die Probleme dieser Zeit aufmerksam machen möchte. Du wirst uns noch erklären, was das genau ist. Laura studiert Jus, weil sie möchte auf die Probleme der Gesellschaft sozusagen hinweisen beziehungsweise etwas ändern. Die Gabriele hat es geschafft, von ganz unten ganz rauf und das, obwohl ihr Stein in den Weg gelegt wurden, und zwar von den Männern, die intrigant waren, Lügengeschichten erzählt haben, aber es jetzt trotzdem jetzt erst recht geschafft. Der Erich ist ein Mann, der sagt, nicht nur die weiblichen, auch die männlichen Rollenbilder stecken in der Krise. Also wir sind gerade in so einer Zeit, wo sich beide Geschlechter irgendwie finden müssen, sagt der Erich. Die Nicolina, glaube ich, wird das jetzt nicht unbedingt unterschreiben, weil sie ist in einer männerdominierenden Gesellschaft oder quasi Berufsgruppe zu Hause und hat lernen müssen, als Architektin und bald Baumeisterin, wie sie mit den Männern reden muss, nämlich kurz und prägnant. Und die Rosa unterrichtet auch und schaut, dass sie wirklich beide Geschlechter gleichermaßen behandelt und erzieht und da nicht irgendwelchen Stereotypen hinterherjagt sozusagen und Klischees bedient. Mich würde interessieren, vor allem, was Männer, Erich, von Frauen lernen können. Wenn wir davon ausgehen, dass Empathie oder für andere da sind, die Sorgefähigkeit, die derzeit den Frauen zugeschrieben sind, im Grunde keine weiblichen Fähigkeiten sind, sondern menschliche Fähigkeiten, die in der Gruppe der Frauen besonders ausgeprägt sind. Und wenn wir davon ausgehen, dass Durchsetzung oder Gehaltsforderungen und so weiter keine männlichen Fähigkeiten selbst, sondern menschliche Fähigkeiten sind und alle Menschen sozusagen ihre Eigenschaften ausprägen, die sie aufgrund ihrer Umwelt entwickeln müssen, nicht? Dann würde ich eher sagen, dass Männer natürlich in erster Linie ihr Leben so verändern müssen, dass diese Care-Anteile, der Lebensbereich Care, verstärkt sozusagen in ihrem Lebenshorizont drinnen ist. Care heißt Sorge, Pflege. Damit verbinde ich massiv das, was wir verändern müssen in der männlichen Lebenswelt, dass jeder Mann ausgiebig in der Familienarbeit, in der Sorgearbeit, vielleicht auch in sorgenden Berufen wie Pflege und dergleichen tätig wird. Muss ich gleich aufstehen? Das ist jetzt ein perfektes Stichwort für den lieben Markus, der sich entschieden hat, einen sozialen Beruf nachzugehen. Du bist diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Das war aber nicht gleich dein Weg, oder? Nein, ich komme ursprünglich aus der Wirtschaft und war dort 10 Jahre tätig. Und da ging es immer nur um Zahlen, um höherer Umsatz und das befriedigt nicht. Und das war so der Punkt, will ich in meiner Pension dann erzählen, ich habe den Umsatz gesteigert oder möchte ich mit spannenden Geschichten irgendwo aufwarten? Und das war ganz klar ab in den sozialen Bereich. Oder möchtest du in der Pension erzählen, ich war für die Menschen da? Genau. Und dann hoffen, dass irgendwann einmal wer für dich da sein wird eigentlich, ne? Das ist aber jetzt ein Beruf oder eine Branche, die doch sehr weiblich dominiert noch ist. Genau.
Und das ist auch noch immer natürlich ausgiebig da, liegt aber auch daran, dass wir einfach noch ein falsches Berufsbild draußen in der Gesellschaft haben. Also man muss wirklich sagen, Frauen haben seit Hunderten von Jahren diesen Beruf aufgebaut aus einem Hilfsberuf und ist jetzt mittlerweile global ein Beruf, wo man sogar ein Doktorat machen kann. Und das hat sich aber bei den Männern noch nicht so rumgesprochen, dass das eigentlich genauso eine Erfolgsgeschichte sein kann, die aber auch mit viel Empathie natürlich verbunden ist. Wenn du jetzt diesen Beruf einem Mann schmackhaft machst, was würdest du da sagen? Ich würde nochmal mitnehmen einen Tag lang bei uns im Beruf, um mir mal zu zeigen, dass das eben nicht nur Körperpflege ist und ein bisschen Essen eingeben, sondern dass da wirklich knallharte Fakten drinnen sind, medizinische Anteile drinnen sind. Mal so eine Mischung ist aus Doktorhaus, Pflege und Sozialtherapeut, weil das alles gemeinsam in der Pflege drinnen ist, sich eben ganzheitlich mit den Leuten zu kümmern. Und wie sind die Verdienstmöglichkeiten? Die Verdienstmöglichkeiten sind natürlich, wenn man jetzt die Jobs vergleicht, wenn man sagt, ein Arzt studiert genauso lang wie jetzt eine Pflegeperson mit einem Master-Degree, natürlich um einige schlechter. Aber auch das Gehaltniveau, da geht schon langsam ein bisschen nach oben. Und man muss wirklich sagen, im Vergleich zur normalen, also zur anderen Bevölkerung, verdienen Pflegepersonen auch nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, gerade in der Covid-Krise war es ja so, wer ist denn da? Ja. Na, wer hat die systemrelevanten Berufe und sollten die nicht mehr bekommen eigentlich? Und das ist auch ein wirklich cooler Beruf, wenn man wirklich professionell, wissenschaftlich arbeitet. Also wir sind lange in Wirklichkeit entfernt von diesem Berufsbild, das in der Gesellschaft ist. Und das muss ich aber auch erst rumsprechen. Und da bin ich auch sicher, ich merke das natürlich erst beim Nachwuchs. Es werden mehr Pfleger mittlerweile, weil sich einfach herumspricht, dass das ein hochprofessioneller Beruf ist, der jetzt nicht nur mit Gutmütigkeit und Seelsorge zu tun hat, sondern wirklich. Ich glaube, was dem Sinn. Image ein bisschen, am Image müsste man ein bisschen arbeiten. Das ist ja auch das, was wir im Moment gerade probieren, auch global, weil es ist wirklich ein spannender Beruf, es ist ein knallharter Beruf und wenn man schaut, was die Frauen und Männer, überwiegend Frauen natürlich im Moment, da wirklich leisten, das ist ein Knochenjob. Also das kann man auch mit dem Bau vergleichen, weil was die heben müssen, was genau die tun müssen, das ist wirklich höchst anstrengend. Das ist ja genau das, Dankeschön Forst Markus, wo die Rosa ansetzen kann, ne? Ja. Dass sie einfach den Kindern, man kann schon ein bisschen sagen, was nicht alles cool sein könnte und nicht nur Mechaniker, Lokführer und Pilot oder so. Ne? Also. Auf jeden Fall, ich glaube aber auch, dass es schon noch ein Problem ist, dass, also der Ruf auch, ja, aber schon auch das Gehalt. Also ich habe auch Volkswirtschaftslehre studiert und bin quasi über den Quereinstieg dann in den Sozialberuf gegangen, weil Lehrerin ist auch ein sehr sozialer Beruf, auch sehr weiblich geprägt. Also es gibt auch deutlich mehr Lehrerinnen als Lehrer. Und es ist vielleicht auch ein Imageproblem quasi, Burschen machen das nicht, die Sozialberufe, weil also in der vierten Klasse neue Mittelschule heißt es jetzt, gibt es Berufsorientierung. Und auch in der dritten meistens schon. Und da geht es eben ganz viel um Lehrstellen, um wie gehe ich weiter, was mache ich, wo will ich hin? Eben, wie du auch gesagt hast, quasi Berufsbilder kennenlernen. Und da ist es dann immer noch so, dass es heißt, okay, ja Jungs, da sind eben zum Beispiel Bauunternehmen, da sind eben männlich dominierte Jobs und dann sind eben andere weibliche Berufe, soziale Berufe. Geh, werd doch Krankenschwester, das könntest du so gut. Werd doch Friseurin oder Kosmetikerin und das ist ein Problem. Und ja, klar, ich kämpfe dagegen und ich glaube, es kämpfen viele dagegen. Ich glaube, immer noch nicht genug. Also ich glaube schon, dass da noch ganz klar geht, okay, da sind die Lehrstellen für Buben, da sind die Lehrstellen für Mädchen. Und kommen wir nochmal zurück auf dieses, was Frauen wollen, wie sie es erreichen. Gabriele, gerade so in den männerdominierten Branchen, ist es nicht so, dass die Männer halt dann doch ihre quasi Vernetzungen haben, dann haben sie ihre Männerbündnisse, dann haben sie ihre Geheimnisse, den Schmäh, wo man, oft werden die Frauen dann so ein bisschen belächelt, wenn man mal, Naja, die haben ja Jahrhunderte Vorsprung, muss man sagen. Diese Männerbünde kommen ja auch nicht jetzt plötzlich daher, sondern sind ja so gewachsen. Und natürlich gibt es das noch immer, dass dann Männer sich sicher hinter meinem Rücken auch irgendwas über mich Blödes sagen oder über andere Frauen. Aber da muss man einfach drüber stehen und man muss einfach klare Ansagen machen, Ziele vorgeben. Man sagt aber auch den Frauen nach, dass Frauenbündnisse nicht so gut halten. Ja, das hat schon, glaube ich, auch mal mit der Historie zu tun. Dann hat es damit zu tun, dass Frauen in der Regel nicht so viel Zeit haben, weil sie dann nach Hause gehen und kochen und sich um die Kinder kümmern. Auch da könnte man ansetzen. Ja, also
das ist auch, weil ich wäre auch oft gern noch was trinken gegangen nach dem Büro. Das wäre ein kein Thema gewesen, aber ich musste nach Hause. Aber bei den Männern sitzt ja dann meistens die Frau zu Hause und kümmert sich. Mhm. Und die müssen sich dann nicht in der Früh kümmern, was ist noch zu unterschreiben, was ist für den Ausflug einzupacken oder einzukaufen. Mhm. Also diese Banalitäten, die man als Frau zumeist hat, es gibt auch mittlerweile Männer, die das machen. Ja. Ich will insgesamt nicht, das, also es ist kein Männerbashing hier. Ja. Es gibt natürlich Männer, die das auch, nur das Gros der Männer ist das nicht. Ne, beim Gros der Männer ist es schon noch immer diese Rollenverteilung, eher so, die Frau kümmert sich schon. Und das müssen natürlich, die Frauen sind schon aufgefordert, das auch zu pflegen. Laura, oder auch Frauen, wie ich gesagt habe, Frauenbündnisse halten nicht, so hast du gesagt. Ja, ich denke mir, also einerseits wollte ich genau dasselbe sagen, Frauen haben nicht so viel Zeit, aber ich glaube, das ist auch so ein Vorteil, dass Frauen immer so zickig sind und dann die ganze Zeit streiten. Ich glaube das auch gar nicht. Nein, also, das sind anerzogene Klischees. Ich finde auch, das sind Klischees und ich bin in vielen Freundesgruppen, wo nur Mädels sind und wir vertraglich, gell? Nicht. Ja, also ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir halt uns alle als Verbündete sehen. Und ich glaube, das ist eben so eines dieser Vorurteile, dass es dieser tief eingeprägte Sexismus sind, viele Männer in sich tragen, die dann irgendwie Frauen immer sofort das Zicken abstempeln. Das ist eben das, wann die Frauen sich gegenseitig herunterziehen, statt dass sie zusammenhalten, egal jetzt in welcher Position, ob es jetzt im Job ist oder privat. Sie dann sich einfach gegenseitig anbeziehen. Dieser Konkurrenzkampf einfach. Machen das die Männer nicht? Männer, wollte ich gerade sagen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass das bei Männern auch vorkommt. So wie Eri vorher gesagt hat, dass das das Phänomen ist, dieser Konkurrenzkampf bei Männern. Nur gibt es halt viel mehr Männer. Na, bei Männern fällt das nicht so auf, weil es von der Masse ja viel mehr gibt. Genau. Auch vor allem in Jobs, wo man dann Karriere machen will. Da wird es ja immer dünner. Es gibt ja auch viele Frauen, die dann auch nicht weiter wollen. Das muss man auch sagen. Weil es ist einfach zeitlich nicht ausgeht, wenn sie Familie haben. Ich will nur Teilzeit arbeiten, weil ich will zu Hause sein. Dann gehen halt manche Jobs auch. Aber wären die Männer auch zu Hause und würden ein bisschen weniger arbeiten, könnte die Frau wieder ein bisschen mehr arbeiten vielleicht. Ja. Natürlich, aber manche Frauen fordern das auch nicht ein. Aber in einer gleichberechtigten Beziehung sollte es ja eigentlich so sein, dass man das gemeinsam macht. Ja. Also ich gehe davon aus, dass ich berufstätig bleibe, trotz Kinder, und dass mein Mann und ich uns das dann halt auch einfach so aufteilen. Und du hast da so einen lieben Mann. Ich habe einen Supermann, Ist das der die Straßenseite wechselt? Ja, mein Mann ist nicht in Wien aufgewachsen und ich habe dann eben erzählt, wie ich hier aufgewachsen bin, habe mich schon immer wieder mal gefürchtet in meinem Bezirk, wenn ich abends um 3 Uhr in der Nacht nach Hause gegangen bin. Mhm. Oder wenn dann jemand aus der Straßenbahn aussteigt und dir hinterhergeht für eine Weile. Und er ist so einer, der geht dann extra auf die andere Straßenseite, damit sich die Frau nicht verfolgt fühlt. Nett. Und ja, das ist eine gute feministische Allianz. Ja. Sehr gut. Feministische Allianz. Du tanzt Burlesque, um auf die Probleme... Was in einer feministischen Burlesque, so heißt das. Also eigentlich, ich bin zeitgenössische Tänzerin und Choreografin und ich habe eine Performance gemacht und da habe ich als Mittel den Burlesque-Tanz genommen und auch feministische Theorien. Und es hat mich interessiert, da gibt es eben die feministische Figur der Spaßverderberin von der Sarah Ahmed und die spricht halt in jeder Situation, wo Ungleichheit oder Sexismus oder Rassismus oder was auch immer vorkommt, das sofort an und verdirbt eben so manchen den Spaß. Und im Burlesque, das ist die Kunst und der Genuss, sich auszuziehen. Da geht es darum, den Spaß und den Genuss zu suchen. Da habe ich mir gedacht, okay, die eine Figur verdirbt den Spaß, die anderen sucht ihn. Irgendwie interessiert mich, dass das passiert, wenn man die zusammentut. Um so auf die Probleme der Gesellschaft hinzuweisen. Ja, genau. Nicht? Also in der Performance geht es halt darum, dass ich habe so ein alter Ego, eine Figur erschaffen und die macht halt, was sie will. Das ist eine Frau, die ist schön, die ist sinnlich, die genießt es. Aber sie bestimmt, wann sie sinnlich ist, wie lang und sie spielt auch voll damit. Und das ist halt auch so dieses, erstens mal, sie macht das Sinnliche oder das Genießen, auch das Körperliche, zuerst mal für sich. Also im klassischen Burlesque ist das ja aufs männliche Publikum ausgelegt und im feministischen Burlesque geht es mal zuerst darum, alles, was du machst, machst du für deinen Genuss und wenn ein Stopp kommt, dann hörst du auf. Also was ich jetzt daraus höre ein bisschen ist, Frauen sollten sich, Gabriele, schon besinnen auf das Weibliche, also auf ihre Stärken
und nicht irgendwie sein wollen wie die Männer, nur um raufzukommen, oder? Na, das ist ja bei jeder Frau anders, oder? Aber naja, unabhängig vom Tanzen. Wichtig ist einmal, authentisch zu sein. Genau. Das ist das Allerwichtigste. Also diese verkrampften Frauen, die dann glauben, sie müssen die Chefin raushängen lassen, weil sie das in einer Sendung gesehen haben oder in einem Film, ist schon mal ganz schlecht. Also dazu stehen, was man kann, was man durchsetzen möchte, welche Ziele man hat, die verfolgen und das möglichst authentisch, ruhig, nicht aufgeregt. Ja, Laura. Ich habe das Gefühl, dass auch ein großes Problem ist bezüglich den Rollenbildern, dass viele Frauen zugeschriebenen Eigenschaften einfach immer schlecht geredet werden. Das heißt, egal ob das jetzt Männer haben oder Frauen, also auch wenn ein Mann sensibel ist, haben wir ja vorher geredet bei den Rollenbildern, dass wenn ein Bub weint, sagt er, hey, du weinst, ich sei ein starker Mann. Ja. Und generell, dass weibliche Eigenschaften immer irgendwie einen schlechten Nachgeschmack haben. Und jetzt sich auf seine feministischen oder weiblichen Stärken zu besinnen, ist immer gut. Aber das Problem ist, es kommt einfach nicht so gut an, weil halt... Aber weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Warum haben es diese nordischen Länder geschafft? Oder sind am Schaffen? Die sind aber, also ich finde, die sind ja in so vielen Dingen weiter. Die sind auch mit ihrem Bildungssystem so viel besser als wir. Aber warum? Vielleicht sind sie offener? Vielleicht, ja. Ich weiß es nicht. Nicht so konservativ. Also wir haben jetzt schön geredet über Männer und Frauen und was die Frauen wollen, was die Männer wollen, was können die Männer von den Frauen lernen. Und jetzt unterhalte ich mich mit Ems. Es ist okay, wenn ich du zu dir sage. Ja, absolut. Du hast Physiotherapie studiert, diesen Beruf erlernt. Es wäre aber falsch, wenn ich dich als Physiotherapeutin oder als Physiotherapeut bezeichne. Warum? Richtig. Also diese ganze Diskussion über Männer und Frauen kann man in meinem Fall eigentlich über den Haufen werfen, weil ich bin nicht binär vom Geschlecht her, nicht binär in die Kategorie Mann oder Frau, sondern etwas anderes. Also mein Geschlecht ist ein drittes. Genau. Und da stoße ich eigentlich oft auf Unverständnis oder ich stoße auf Überraschung, weil das noch nicht in der Gesellschaft angekommen ist, dass es das gibt. Also es gibt viele verschiedene Menschen, die nicht binär sind. Es gibt auch Personen, die intersex sind. Also da gibt es sehr viel Diversität an Menschen, die nicht Frauen und nicht Männer sind. Und wie hast du das bemerkt, dass du nicht binär bist? Darf ich dich fragen, bist du als Mädchen sozusagen körperlich oder auf die Welt gekommen? Als ich auf die Welt gekommen bin, hat ein Arzt oder eine Ärztin gesagt, das schaut aus wie eine Frau, tragen wir das im Pass ein. Also bei der Geburt wurde festgestellt, dass ich weiblich bin. Ne? Und ich habe mich dann beim Aufwachsen eher als ein untypisches Mädchen einkategorisiert. Und erst später, als ich dann 18 geworden bin, haben dann Leute angefangen, mich Frau zu nennen. Und das war mir irgendwie unangenehm. Aber ich wusste ja nicht, dass es was anderes gibt als Mann und Frau. Mhm. Und als dann eine Freundin zu mir kam und die hat Gender Studies gestudiert und die hat gesagt, du, es gibt da auch was anderes. Es gibt Gender Fluid, es gibt Agender, es gibt verschiedene Geschlechter, die nicht männlich und nicht weiblich sind. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, hey, das bin ich. Mhm. Da hat es geklickt in meinem Kopf und plötzlich hat alles gepasst. Okay. Und mittlerweile bist du verheiratet? Genau. Ja. Mit meiner Frau. Hallo? Ihr kennt euch schon immer und ewig, gell? Genau. Wir kennen uns seit dem Jahr 2000. Also und das ist so lustig, du hast erzählt eben, wenn ihr auf der Straße geht und du bist eher so buschikos angezogen, ist es halt, schaut keiner. Wenn du aber ein Kleidchen anhast, werdet ihr schon irgendwie angeschaut. Genau. Also ich habe das sehr deutlich erlebt in meiner Reise jetzt so, wo ich mich weiblicher und männlicher präsentiere und manchmal stecken mich die Leute in diese Kategorie, manchmal in diese und ich merke einfach, wie wir ganz unterschiedlich behandelt werden von den Menschen. Okay. Mhm. Was möchtest du gerne ändern? Also ich möchte auf jeden Fall mal in die Welt schicken, es gibt was anderes außer männlich und weiblich, um allen Menschen vielleicht, die sich auch so fühlen, die Sorge zu nehmen, dass mit ihnen was falsch ist. Und eben durch meinen Standpunkt als nicht-binäre Person vielleicht zu sagen, hey, ihr diskutiert da ständig, was dürfen Männer, was dürfen Frauen, was sollen die und was die? Und dann komme ich her und was ist mit mir? Mhm. Und plötzlich ergibt sich das alles und dann könnte man eigentlich eine einheitliche Lösung für alle finden. Richtig, ja. Weil du könntest da nicht die Rosinen rauspicken, du könntest, aber nein, du sagst,
einheitliche Lösung für alle und dann wäre das wäre zumindest gerecht. Jetzt sehen wir gerade das Hochzeitsbild eingeblendet, süß. Mit lauter Seifenblasen, gell? Also, was du dir wünschst, das schicken wir jetzt mal so ins Universum. Und jetzt würde ich von euch noch gerne wissen, was ihr euch wünscht. Laura, also ich meine, du bist so die Next Generation. Also ich wünsche mir, dass jeder Mensch, egal welchem Geschlecht er sich zugehörig gefühlt, selbstbestimmt leben kann, dass einem nicht unnötige Steine in den Weg gelegt werden, dass auch die gesetzlichen Bedingungen da dafür da sind. Da arbeitest du daran, gell? Genau, weil gerade im Sinne der sexuellen Orientierung, da fehlt noch ganz viel im Diskriminierungsschutz. Da gehört auf jeden Fall noch sehr viel gemacht, weil das ist nur in der Arbeitswelt geschützt und in sonstigen Bereichen dürfte man aufgrund der sexuellen Orientierung diskriminieren. Das gehört auf jeden Fall geändert. Und ja, gesellschaftlicher Wandel, so wie wir heute schon gehört haben, ist natürlich der ganz essentiell dafür. Und was wünscht sich die Rosa? Ich würde das unterschreiben, eine weltoffenere Gesellschaft, ja. Mhm. Und bei den Kindern ansetzen und das... Beim Erich wissen wir schon. Ich würde das genau sagen, ich würde, was Ems gesagt hat, sagen, einfach Mensch sein. Ja. Dass wir das entwickeln können, was mir entspricht, ohne dass ich es männlich oder weiblich einordnen muss. Und gleichzeitig natürlich, dass wir strukturell Barrieren abbauen und strukturell auch Hilfestellungen geben, dass wir zum Beispiel die doppelte Selektion in der Schule, ist ein Wahnsinn und so gleich. Also und das eben zur Geschlechtergerechtigkeit hinführt, das würde ich mir wünschen. Und auch dabei bleiben, Gabriele, wenn man was will, jetzt erst recht. Ich zeige es euch nicht. Was wünschst du dir? Genau. Ich wünsche mir, dass meine Tochter, die jetzt 16 wird, eine Welt vorfindet, wo es schon mehr Gerechtigkeit gibt und wo sie nicht mehr so kämpfen muss, um gesehen zu werden. Und Ursula? Ja, dass wir gemeinsam die Strukturen ändern und ganz viel drüber reden, und zwar mit den Kindern, mit den Jugendlichen, mit den jungen Erwachsenen, mit den älteren Erwachsenen und den Pensionisten. Immer bitte drüber reden, immer den Mund aufmachen, einfach drüber reden und gemeinsam die Strukturen ändern. Und dass jeder Mensch so frei wie möglich entscheiden kann, was er machen will, egal welchem Geschlecht er angehört, egal ob er arm ist oder reich. Nicolina? Also ich habe zwar keine eigenen Kinder, aber ich habe sehr viele Nichten und ich rede auch viel mit ihnen. Und ich würde mir einfach auch mehr Role Models wünschen. Das ist für mich sehr wichtig. Also wirklich auch, dass man über alles redet, offen redet. Und dass man wirklich Mädchen schon, also in kleinem Alter, dabei unterstützt, wenn sie Pilotin werden will, dass man ihr das nicht ausredet, weil ich habe das leider selber erfahren müssen. Ja, warum gehst du jetzt in einen Männerberuf? Das ist nichts für die, das geht so nicht. Ja. Sondern, dass man wirklich Mädchen unterstützt, dass man bewusst als Role Model aussieht und dass man wirklich viel Informationsarbeit macht. Und dass man sehr wohl eben auch Buben dazu bringt, dass sie auch mal andere Sachen ausprobieren und dass das gar nicht so schlecht ist oder gar nicht so uncool. Also wir brauchen wirklich in der Gesellschaft, ob das jetzt in der Politik ist, einfach offenere Menschen, Role Models, Frauen in den Firmen. Ich zum Beispiel für meinen Teil denke mir, wenn es in der Baubranche mehr Frauen geben würde, dann würde es vielleicht anders ausschauen. Dann müsste ich immer nicht denken, ich muss mich jetzt verstellen und wie ein Mann. Und eben. Vor allem auch, dass Frauen in untypischen Berufen akzeptieren. Weil genau, ich kann mir so gut vorstellen, dass es vielleicht manchmal auch Frauen gibt, die sagen, na, ich weiß nicht, ob die eine Ahnung hat. Ne? Also dieses Bild, das wir immer noch in den Köpfen haben, liebe Natalia, es ist immer noch so, dieses Denken ist noch da. Man wächst auf in einer Zeit, die sich langsam verändert. Aber dennoch sind noch diese Dinge aus der Kindheit noch da. Und wenn wer älter ist, hat ja erst recht. Warum ist das so? Und wie kann das aufbrechen? Ich denke, wir sehen, es braucht Zeit. Ja, es ist viel passiert, aber in den Köpfen ist noch viel drin, was verändert gehört. Und ich denke mir, was ganz ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass wir diese also nicht nur Gleichberechtigung oder Gleichstellung haben, sondern wirklich die Gleichwertigkeit, weil damit beginnt's. Und wir haben gehört, Gehalt ist unterschiedlich, auch in unterschiedlichen Berufen. Worum es geht, ist ja grundsätzlich, dass wir die Freiheit haben zu entscheiden. Aber die haben wir noch immer nicht. Man glaubt, es hat sich so viel getan. Es hat sich viel getan im Vergleich zu manchen anderen Ländern. Aber es gibt noch so vieles, was zu tun ist. Zum Beispiel? Also Gehälter ist das eine, ne? Ja, das eine. Also eben die Möglichkeiten,
schaffen. Das gehört politisch, das gehört rechtlich, das gehört finanziell und es gehört angepackt von der Sozialisation her. Und ich glaube, dass sich auch die Frauen einig sind, dass sie das wollen, weil oft kämpfen Frauen und andere sagen dann zum Beispiel, die wollen das gar nicht. Ich denke, dass es darum geht, eben wie wir auch gehört haben, nicht, dass die Frau jetzt sein muss wie ein Mann oder der Mann Dinge tun muss, die eine Frau tun muss. Das Wichtige ist, dass wir, egal wie wir sind, so sein können, wie wir sind, dass wir uns selber, dass wir authentisch sein können. Wenn wir diese Möglichkeit haben, diese Freiheit haben, dann sind wir angekommen. Auch was Ems erzählt, dass man toleriert, akzeptiert wird, dass einfach man nicht quasi Grenzen setzt. Genau. Im Kopf. Genau. Ja. Eine letzte Frage vielleicht noch. Warum wird Emanzipation oft negativ behaftet? Ja klar, weil es mit Veränderung zu tun hat und Veränderung bedeutet, dass man sich anstrengen muss, dass man was tun muss, das kostet Energie und für manche ist es ja so, dass es jetzt bequemer ist. Und darum wollen wir das vielleicht gar nicht verändern. Wenn eine Frau weiß, was sie will, aber es sich schwer tut, zum Ziel zu kommen, was ist da wichtig? Weil wir gehört haben, Männer sind fokussiert, die wissen, was sie wollen, die machen es. Frau weiß es vielleicht auch, aber hat nicht diese Kraft. Naja, zum einen ist wichtig, das Ziel weiter verfolgen, beständig bleiben, beharrlich bleiben und ganz viel Information und Wissen sich aneignen im Hintergrund. Also das spielt immer eine große Rolle, um die eigenen Möglichkeiten zu erweitern. Und dann die Beharrlichkeit, die Beständigkeit. Ich glaube, viele Ideen, viele Möglichkeiten haben wir heute gehört. Und letztendlich ist es auch das Wichtige, dass Frauen zusammenhalten. Danke. Ganz wichtig. In dem Fall, dass du da warst und auch was Gabriele gesagt hat, dass Frauen auch Frauen fördern sollten. Auch das ist wichtig. Ich wünsche euch viel grünes Gemüse heute auf der Bühne, dass ihr euren Weg weiter verfolgt. Ihr wart großartig. Vielen Dank. Und Erich hat sich auch wacker geschlagen und tapfer als einziger Mann der Hahn im Korb. Alles Gute, gell? Weiterhin euch. Also, und auch wenn die Frauen, bitte schon ganz selten, aber manchmal vielleicht nicht wissen, was sie wollen, so sind wir trotzdem fest entschlossen, dass wir das auch bekommen. Papa. Sie leben für die Natur und mit der Natur und sagen voller Stolz, ich bin Bauer aus Leidenschaft. Erzählen Sie uns von Ihrer Landwirtschaft. 0900 91 00 98.